Bilder aus Hongkong vom Freitagabend. In der chinesischen Sonderverwaltungszone haben tausende Menschen Hand in Hand eine Kette rund um die Stadt gebildet. Nach Angaben der Organisatoren folgten rund 135.000 Teilnehmer einem Vorbild aus dem Jahr 1989. Damals hatten geschätzte 2 Millionen Menschen in den drei baltischen Staaten gegen die Sowjetunion protestiert. Das ist nun 30 Jahre her und wir wollen es auf unsere Weise wiederholen, hier in Hongkong, so dieser Demonstrant am Freitag. Wir kämpfen für mehr Demokratie und auch für die Freiheit. Auch am Samstagmorgen setzten Tausende ihre Proteste gegen die zunehmende Einflussnahme Chinas fort. Die Behörden schlossen 4 U-Bahn-Stationen, um die Demonstration in einem Industriegebiet zu erschweren. Die Menschen ließen sich davon aber nicht abhalten. Das erste Mal seit 10 Tagen setzten Polizisten Tränengas ein. Zuvor hatte die Stadtregierung einen Gerichtsbeschluss erwirkt, der Proteste am Flughafen untersagte. Wegen der Belagerung des Hauptterminals durch tausende Demonstranten hatte das Drehkreuz vergangene Woche zeitweise den Betrieb einstellen müssen. Rund 1000 Flüge wurden abgesagt. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Hongkong ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik, so auch die Rede- und die Pressefreiheit.